Hallo und willkommen zu meinem ersten Vlog. Heute bin ich gerade aufgestanden. Es ist gerade ungefähr 10 nach 5. Wir fahren heute nach Atlanta zu Six Flags. Das ist so eine Art Freizeitpark, wurde mir gesagt. Genau. Jetzt muss ich erstmal meinen Rucksack packen und dann werde ich auch gleich abgeholt. Ich mache mir noch Frühstück. Aber das zeige ich euch alles. Ich habe jetzt gerade Zähne geputzt, gefrühstückt, Kaffee getrunken. Jetzt ist 5:40 Uhr. Um 5:45 Uhr werde ich abgeholt, deswegen ich ziehe mir jetzt langsam Schuhe an und warte darauf, dass ich abgeholt werde. Und dann geht's los. I'm sexy and I know it. Also wir machen gerade Pause bei Bucky's, so eine riesen Tankstelle. Ja, das ist irgendwie größer als ich alles, was ich hier gesehen habe. Richtig viele von diesen Zapfsäulen. Übel krass. I'm not in this photo. What? It's not a photo, it's a video. He was going like 900 miles an hour. Miles an hour. Why? That's where we going. Zero. Six Flags. Six Flags. Yeah. 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 Let's go. Let's go. Right. Yeah. Also wir sind fast auf dem Rückweg hier. Wir gehen jetzt wahrscheinlich noch ins Hunting House, sowas wie Horror Night in Europa. Ich habe gerade andere deutsche Austauschschüler getroffen, war auch lustig, mal wieder Deutsch zu sprechen. Ja, irgendwie so. Wir haben viel gemacht heute, war ein anstrengender Tag. Ich melde mich dann auch mal, wenn wir. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir gucken Cars. Genau. Wir sind alle echt müde. Wir waren gerade bei McDonald's. Hat super geschmeckt. Wir sind alle echt müde. Wir hoffen, wir sind bald zu Hause. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Es ist jetzt 3:10 Uhr. Ich bin echt müde. Die Autofahrt war auch echt anstrengend. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen oder einen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren von meinen Vlogs verpasst. Ja, ich hoffe, der Einblick in meinen Tag jetzt hat euch gefallen, was ich so erlebt habe. Genau. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.